auf dem Weg durch den Wald ins Dorf ein kleiner Gruß an euch. Nach wie vor arbeite ich extrem viel, habe aber gestern mir einen freien Tag genommen und habe gestern die Bundeskunsthalle in Bonn besucht, war an drei Ausstellungen. Das war teilweise inspirierend, teilweise auch erschreckend. Also ich war in einer Ausstellung, die hat mir überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen. Das hat mich ziemlich entsetzt, weil die voller schockierender Bilder waren. Das war einfach zu viel für mein zartes Gemüt. Ansonsten war ich im Fitnessstudio gestern Morgen und habe mir einfach gesagt, Pausen müssen sein. Man kann nicht immer im Kopf sein. Man muss zwischendurch aus dem Kopf rauskommen, was ich jetzt auch mit euch tue, weil den ganzen Vormittag habe ich mit meiner Lektorin gearbeitet am Buch. So, und was ich euch heute gerne erzählen möchte, das ist etwas über Sprache. Also, wenn man ein Buch schreibt, ist es ja nicht nur, dass man Geschichten erzählt, sondern es geht auch darum, wie sage ich das? Wie gehe ich mit der Sprache um? Welche Wörter benutze ich? Wie mache ich die Sätze überhaupt? Wo fange ich mit dem Satz an? Welche Wörter sind klanglos, farblos? Wie ist der Rhythmus? Also es ist eine unheimliche Beschäftigung mit dem Medium Sprache. Und es ist natürlich nicht so wie gesprochene Sprache, sondern es ist halt geschriebene Sprache. Das heißt, ich versuche jetzt langsam mir immer vorzustellen, ich werde Leser und würde das jetzt lesen. Und ich frage mich natürlich auch, welche Bücher finde ich spannend zum Lesen und welche weniger. Und da ja überhaupt die Menschen leider immer weniger lesen, ist es ja sowieso eine Frage, ob mein Buch irgendwann irgendjemand eines Tages überhaupt lesen wird. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Das ist dann sekundär. Erstmal muss es fertig werden. Und ich habe jetzt mehr als die Hälfte geschafft bis jetzt. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir so weit sind inzwischen schon. Und ich hoffe, bis August, Ende August, damit fertig zu sein. Es ist echt ein Ding, muss ich wirklich sagen. Und ich merke auch, was es heißt, Kopfarbeit zu machen. Ich bin ja gar kein Freund davon, immer im Kopf zu sein. Ich merke, dass man sich so verkrampft und also einfach so ein Übergewicht bekommt der Kopf dann. Und umso mehr brauche ich Pausen. Deswegen teile ich jetzt meine Pause mit euch und frage euch, wie macht ihr das denn in eurem Leben? Wie viel Kopfbestimmung habt ihr und wie viel Körperbestimmung, wie viel Pausen macht ihr? Wie geht ihr damit um? Also ich halte es für eine Notwendigkeit für die Gesundheit, immer mal wieder einfach den Kopf zu leeren. Lustig war, dass ich gestern aus Harry Potter höre ich gerade als Hörspiel, also Audible, den Feuerkelch. Also ich glaube, das ist Band 3 oder Band 4. Und da gibt es das sogenannte Denkarium. Und der große Magier und Zauberer Dumbledore, der zieht dann so Fäden aus seinem Kopf raus, Gedanken, Erinnerungen, und schmeißt sie ins Denkarium, um den Kopf leer zu machen. Ist es nicht großartig? Das mache ich jetzt gerade. Wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.